des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Am 6. nachgeholten Sonntag nach Epiphanie haben wir das so wohlbekannte Gleichnis des Senfkörnleins und haben den heiligen Hieronymus gefolgt in seiner Darlegung, so wie wir es jedes Jahr lesen und jedes Jahr neu überdenken. Und wir fürchten uns nicht, uns zu wiederholen, ist doch die Wiederholung die große Lehrmeisterin, so wie es auch die Nachahmung ist in jeder Art von Kunst. Und somit wollen wir den heiligen Hieronymus einfach in dem Sinn nachahmen, indem wir versuchen wiederzugeben, was er so lehrreich, was er so erbaulich uns bezüglich dieses Gleichnisses überliefert hat. Er beginnt mit einer Definition des Himmelreiches. Was ist das Himmelreich? Er sagt, das Himmelreich ist die Predigt, die Verkündigung des Evangeliums und die Kenntnis der Schrift im Sinne des Neuen Testamentes, das das Alte Testament verwirklicht, erfüllt, ist ja das Alte Testament die Vorbereitung auf das Neue. In Capite Libri Scriptum est de me. Der Titel dieses Buches, heißt es im Psalm vom Alten Testament, spricht von mir, von Christus, der ja derjenige ist, der den neuen und ewigen Bund geschaffen hat, begründet hat, das Neue Testament. Nun aber, mit diesen zwei Elementen lässt es der heilige Hieronymus nicht bewenden. Er sagt, das Reich Gottes ist also die Verkündigung des Evangeliums und die Kenntnis der Schriften. Würden wir hier stehen bleiben, so hätten wir das Evangelium, das Reich Gottes sozusagen in der Prosektur. Das wäre ein totes Reich des Himmels. Vergessen wir nicht, es geht um das Gleichnis des Senfkörnleins. Und in der Tat, wir können im Lagerhaus Samen kaufen. Wir können auch Samen eines Senfkörnleins kaufen, so wie jeden anderen Samen. Geben wir sehr wenig Geld aus und in einem Sackerl haben wir die Samen drin. Aber diese Samen sind nicht die Pflanze in ihrem vollständigen aktuellen Sein. Das sind sie nicht. Was fehlt? Das sagt uns der heilige Hieronymus. Denn wenn er das Reich des Himmels definiert, sagt er, es ist die Verkündigung des Wortes Gottes, verbunden mit der Kenntnis der Schrift, das zum Leben führt. Jetzt haben wir alles. Letzten Endes ist das Reich Gottes ein Leben. Das Reich des Himmels ist ein Leben. Ein Leben, das direkt abhängt von der Verkündigung des Evangeliums, selbstverständlich, als Erfüllung des Alten Testamentes, ganz natürlich. Und ohne dieses gibt es kein Reich, kein Himmelreich, kein Reich Gottes. Aber es muss leben. Es ist Leben. Jene Verkündigung also des Evangeliums und jene Kenntnis der Schrift, die zum Leben führt, sagt der heilige Hieronymus. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Es hat keinen Sinn, dass ich im Lagerhaus Samen einkaufe und sie dann liegen lasse, wenn ich sie nicht ansetze. Und da führt er dann eben die ganze Parabel weiter, indem er sich ja dann fragt, wer ja eigentlich der Mann ist, der
diesen Samen, dieses Senfkörnlein in das Erdreich setzt, da sagt er, einige sagen, es ist Christus selber, andere sagen, es ist der Mensch selber. Da meint aber nicht, dass es notwendigerweise entweder der eine oder der andere ist, es ist vielmehr beides gleichzeitig. Der Mann, der das Samen, das Senfkörnlein sät und einpflanzt, ist Christus, ist aber auch der Mensch, der diesen eingepflanzten Samen empfängt. Zum Unterschied von der Erde, vom Humus, das ich schön aufbereite, auflockere und dem ich dann das Samenkorn einsetze, da muss ich nicht den Humus fragen, lieber Humus, willst du wohl, dass ich jetzt hier ein Senfkörnlein pflanze? Der Humus kann nicht denken und reden, der wird einfach das Senfkörnlein aufgehen lassen. Aber das Himmelreich ist in ein Erdreich gesetzt, das meine Seele ist und diese ist denken und wollen. Das heißt, damit das Senfkörnlein Sinnbild des Himmelreiches aufgeht, muss ich es kennen, muss ich es wollen. Und somit ist derjenige, der sät, sowohl Christus selber, ohne den es ja überhaupt kein Himmelreich gibt, aber bin auch ich, der ohne dieses Senfkörnlein anzunehmen, an diesem Himmelreich nicht teilhaben kann. Unser Verstand empfängt die Verkündigung des Evangeliums. Unser Verstand ist es, der dieses Evangelium bewahrt, und zwar mit Pflege. Es macht, dass dieses Senfkörnlein in uns wächst, in unserem Herzen. Wortwörtlich sagt der heilige Hieronymus, humore fidei, durch den Humor, das heißt auch durch das notwendige Ambiente, in dem überhaupt Leben entstehen kann, in diesem feuchten, warmen Moment unseres Herzens wird das Senfkörnlein, der Glaube, angenommen und da kann es überhaupt erst, wie er sagt, pullulare, das heißt überhaupt sprießen. Ohne dem bleibt es ein totes Senfkörnlein im Sackerl, so wie wir es im Lagerhaus kaufen. Unser Verstand, unser Wille, unser Affekt ist es, der dieses Senfkörnlein empfängt. Und dieses Empfangen ist sozusagen die aktive Saataufnahme, die es ja ermöglicht, dass überhaupt, dass dieser Samen aufgeht, sprießt, wächst und überhaupt zur Pflanze wird. Und dann erst spricht er von dieser Pflanze, die im Vergleich zum Samenkorn alle anderen Samenkörner übertrifft, weil sie gleichzeitig die kleinste ist als Samenkorn und die größte im Resultat praktisch ein Baum. Aber dieses Wachsen, dieses Sprießen, dieses sich Entwickeln dieser Pflanze, das ist eben ein Leben. Und dieses Leben, so wie jede gesunde Pflanze, die von einem gesunden Samen stammt, das nicht genetisch modifiziert, geschwächt, hybridisiert wurde, hat Kraft und wehrt sich gegen Parasiten, wehrt sich gegen alle Störfaktoren oder wird von demjenigen, der sie gesät hat, von den Störfaktoren beschützt, so wie der gute Gärtner seinen Garten, bevor er überhaupt einmal richtig anfängt, gescheit einzäunt, dass da nicht Hasen oder andere Tiere oder was immer, Räuber, hineinkommen und die Frucht stehlen oder schädigen, so ist der Mensch, der in seinem Herzen
das Evangelium empfängt, derjenige, der es schützt vor der dreifachen Begierde des Fleisches, der Augen, der Hoffart des Lebens, die ja die Feinde sind, der Pflanze, die da ist, das Himmelreich in uns. Diese drei Schädlinge bringen unsere Pflanze, unser gesätes Senfkörnlein zum Ersterben, zum Ersticken. Und dann fährt der heilige Hieronymus fort und vergleicht es mit den anderen Doktrinen. Er spricht wieder von der Doktrina, Doktrinen, sozusagen Heilslehren der Philosophen, wie er sie nennt. Da meint er natürlich die antiken Philosophen und sagt, während diese Pflanzen, die aus dem Samen dieser noch so weisen, noch so großartigen antiken Philosophien hervorgehen, schwache Pflanzen sind, Gräser, die sofort verderben, zum Unterschied dieser so wunderschönen Doktrinen der Antike ist die Doktrin des Christentums, ist die Doktrin des Evangeliums eine Doktrin, die zu einem so starken Baum wird, dass sogar die Vögel des Himmels drinnen Ruhm und Schutz und Ruhe finden. Gleichzeitig aber sagt er, ist es paradox, dass die Doktrin beim ersten Hinschauen ja eigentlich überhaupt nicht vertrauenserregend ist, überhaupt nicht Wahrheitsanspruch suggeriert, nahelegt. Warum? Ja, weil nach dieser Doktrin, vor allem für das Ambiente der Antike, wo man die Götter weit über die Menschen gesetzt hat, auf einmal haben wir eine Lehre eines Evangeliums, wo ein Mensch Gott ist. Das ist befremdend. Und noch dazu, dieser Mensch, der Gott sein soll, stirbt ja elend, hingerichtet in der schändlichsten Art und Weise. Das alles ist nicht sehr vertrauenserregend und ist alles anderes als glaubwürdig im ersten Augenblick, beim ersten Hinschauen, wie der heilige Hieronymus sagt. Zum Unterschied der Doktrinen der Antike, wunderschöne Aufsätze, wunderschöne Darlegungen der Tugend, des Strebens nach Vollkommenheit. Ja, man sieht ja auch einzeln behandelt in diesen antiken Autoren, die dann der heilige Augustinus ja selber auch aufnimmt und die anderen, wo man von Gerechtigkeit, von Tapferkeit, von Maß und Zucht und von allem Möglichen spricht, in ganz wunderbarer Art und Weise. Aber so schön diese Lehren sind, sie haben niemanden bekehrt. Seneca, Cicero, wer immer, haben keine wirklichen Bekehrungen vollbracht. Und ausgerechnet dieser Mensch, der beansprucht, Gott zu sein und dann schändlich stirbt, der hat die ganze Welt verändert. Sagen wir, wenn wir zum Beispiel den Aristoteles hernehmen, er spricht wunderschön von der Ethik, Ethica Nicomach, aber er macht eine kleine Prämisse, ganz einfach sagt er, um überhaupt von Ethik zu sprechen und um die Ethik zu verstehen, muss man schon ethisch, muss man schon gut sein. Das heißt, er setzt voraus, dass man gut ist. Und dann sagt er, wenn man schon gut ist, dann kann man auch über das Gutsein reden und sprechen und philosophieren. Aber er setzt es voraus. Eigentlich alle anderen auch. Aber was alle voraussetzen, behandeln oder nicht, ist die große Realität des Übels, das große Realität der Bosheit, das große Realität der Sünde und der Folge der Sünde, der Folge der Sünde. Das wird irgendwie ganz scheu umgangen. Aber genau das ist das, was jener Mensch, der Gott ist, nicht umgeht.
Er spricht es nicht nur an, er löst das Problem. Ja, Gott sei Dank ist Jesus Christus nicht so, wie der Mensch in der Antike denken konnte, eine Desakralisierung der Götter, weil man einem Menschen göttliche Würde zuspricht. Ja, eigentlich die Christen wurden ja hingerichtet, weil sie ja den Göttern nicht die Ehre gaben, sondern einem zum Kreuz verurteilten Menschen nachgelaufen sind. Etwas Schändliches. Ja, Gott sei Dank ist es eben nicht so, wie irrtümlich diese Menschen allgemein glauben, sondern dieser Mensch, von dem man sagt, er ist Gott, ist wirklich Mensch und ist wirklich Gott. Und nicht ein Gott, sondern der einzige wahre Gott. Und dieser hat wohl vom eigentlichen Problem gesprochen, das die anderen umgangen sind, nämlich vom Übel in der Welt, von der Bosheit, vom Tod, von der Ewigkeit. Und er hat nicht nur darüber gesprochen, sondern hat das Problem gelöst, indem er als wahrer Gott und wahrer Mensch die Unschuld selber, die Schuld, die Folge der Schuld auf sich geladen hat und für die Menschheit die Schuld am Kreuze gesühnt hat, gebüßt hat, abgezahlt hat. Und nicht eine Doktrin hinterlassen hat, sondern ein Leben hinterlassen hat. Dies ist der neue und ewige Bund in meinem Blut. Natürlich ist eine Doktrin notwendige Prämisse und Voraussetzung, aber er hinterlässt ein Leben. Das Leben, das Reich des Himmels, das Evangelium, die Predigt, die Kenntnisse, aber ein Leben hinterlässt er. An uns also, liebe Gläubige, das zu erfassen und somit keine Angst und keine Scheu zu haben, mit Jesus Christus das Evangelium anzunehmen und somit unserer dreifachen Begierde großzügig und mutig abzusterben, bis zum Tode selber eingeschlossen, der uns alle früher oder später ereilt. Und je mehr und je besser wir uns darauf vorbereiten, umso heilvoller, umso verdienstvoller wird er sein, wenn wir eben in dieser so kleinen, aber größten Doktrin erkennen, dass das Geheimnis darin besteht, dass das Sterben in Jesus Christus die Auferstehung zu ewigem, glückseligen Leben ist und hingegen das Sterben außerhalb von Jesus Christus leider Gottes die Auferstehung zur ewigen Verdammnis, zum ewigen Leid, zum ewigen Hass ist, wehe uns. Möge die allerseligste Jungfrau Maria für uns einsprechen, auf dass wir die Gnade erlangen, dieses große Geheimnis nicht nur zu verstehen, sondern zu leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien cher fidèle, en ce sixième dimanche après l'Épiphanie, c'est...